Es geht um Kuscheltiere. Wir bleiben beim Thema der Sendung, Kuscheltiere. Und zwar um ein ganz besonderes Kuscheltier. Und zwar um den Furby. Kennt den noch wer außer... Ja, natürlich. Aber die Einzige, die damals in dem Alter gewesen sein muss, entschuldige, dass ich dir jetzt so nahe trete, aber du bist mit Abstand die Jüngste hier im Rateteam. Ja. Also ich glaube, du könntest damit sogar noch gespielt haben. Ja, aber unsere Kinder ja auch. Ich bin Waldorf-Kindergarten gegangen. Waldorf, da war das verboten? Ja. Sie haben einen Holzfurby gehabt. Ein Bio-Furby. Ja, Jute, Jute! Du wolltest den Wald aus Kindern. Die haben Tannenzapfen gehabt. Ja, die Furbies Ende der 90er Jahre haben erstaunlicherweise die NSA auf den Plan gerufen. Ne, damals noch nicht so populär wie nach dem Abgang von Edward Snowden. Die NSA, ja, also die amerikanische Sicherheitsbehörde. Ja, und die hatten gravierende Sicherheitsbedenken bezüglich dieser Furbies. Und ich möchte wissen, welche Sicherheitsbedenken hat die NSA geäußert? Hä? Die konnten ja Sprachaufnahmen speichern, war das nicht so? Die haben sprechen können, die Furbies? Ja, die haben sprechen können, richtig. Glaube ich, ja. Konnte man nicht selber auch Botschaften draufreden, die die dann wiederholt haben? Das weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber Faktum ist, sie konnten, ja, und ich glaube, du konntest sogar was drauf aufnehmen. Ja, die hatten so etwas, also die konnten also reden. Also das ist quasi verdeckte Abhörgeräte waren, wäre jetzt die Theorie gewesen. Ja, aber, das muss sagen, aber warum begritteln die das dann? Denn wenn wer andere abhört, ist nicht okay. Und der NSA-Furby war der zweite unten von rechts. Ja, aber wie darf ich mir das jetzt genau vorstellen? Also du hast gemeint, und wo hätten die dann abhören sollen mit Furbys? Bei der NSA? Also na, zum Beispiel NSA-Mitarbeiter, die ja Geheimnisträger sind, der kommt heim mit einem Furby für seine Kinder und auf einmal ist das in Wirklichkeit ein Putin-Spion. Also damals war er nicht der Putin. Heim kommt und seiner Frau dazu. Folgendes haben wir heute gemacht bei der NSA. Ja, Schade, stell dir vor. Da haben wir drei Furbys verfolgt. Warte, Sachsen. Das ist Furby. Furby, ja? Ich muss also dazu sagen, mit Florian Schäuber ist es halt extrem langweilig. Ja, genau. Weil er hat die zweite Frage also hintereinander gelöst. Das ist mal unangenehm. Ja. Ja. Respekt. Unglaublich. Tut mir leid. Definitiv. Aber man muss ja sagen, es war eine Leichtheit. Leichtheit. Ich sag zu ihm als Kompliment, fulminant, damit es du nicht verstehst. Ich wollte den Ehrenamt geben. Ich mich dann. Ja. Jetzt bin ich eher ein bisschen sparsamer, aber jetzt habe ich mehr Platz. Ihr habt es ja nur am Anfang alle gekriegt, weil ich Platz braucht habe. Nein, ich muss sagen, es war grandios. Nein, wirklich. Also wirklich? Sie waren im Gebäude der NSA verboten. Also es durften keine Furbies mitgenommen werden, weil natürlich genau diese Audiochips zum Abhören irgendwie prädestiniert waren und dass das nicht passieren kann, könnte. Deswegen waren die verboten in der NSA. Das erklärt jetzt einiges, wenn NSA-Mitarbeiter gerne Furbies zum Arbeitsplatz mitnehmen. Ja, gut. Ist mittlerweile auch. Und was machst du so heute? Ja, da gibt es einen kleinen Assange-Furby. Nein, Snowden-Furby. Beide. Ich habe übrigens den Wikipedia-Furby. Wikileaks meinst du? Ja, ja. Ja. Weißt du, Günther! Wenn du von Wiki redest, dann von den starken Männern. Ja, Schuster, bleib bei deinem Leisten. Ja, natürlich, der fing gerne da rufen, dass er statt mir herkommt. Ich bedanke mich noch für die Furby-Frage bei Sandra Barton aus dem Internet.